Nun gibt es aktuell auch noch mal Zahlen zu Opfern von Streumunition vom Bericht Handicap International der Organisation. Die sagen auch, im letzten Jahr war ein absoluter Höhepunkt dieser Opferzahlen. Also so viel gab es noch nie und die meisten davon selbstverständlich auch im Krieg in der Ukraine. Nun ist das so, dass das natürlich russische Streumunition in erster Linie gewesen ist, aber auch die USA haben ja angekündigt oder haben das bereits getan, auch Streumunition zu liefern. Ist das bedenklich vor diesem Hintergrund? Wie wird die Munition überhaupt von beiden Seiten eingesetzt und in welchem Maß? Ich habe den Eindruck, die Ukraine selbst und auch die USA, die das geliefert haben, haben sich das nicht einfach gemacht. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit Beurteilungen von der Seite, wenn man bestimmte Dinge nicht tut und dann über andere urteilen will. Wenn wir genügend Artilleriemunition produzieren und liefern würden, würde sich die Frage vielleicht gar nicht stellen. Da müssen wir als Deutschland, glaube ich, ein bisschen zurückhaltend sein. Was die Streumunition selbst betrifft, ist ja der Unterschied, die Ukraine setzt es gegen ausgebaute russische Verteidigungsstellungen im offenen Gelände im Süden der Ukraine ein. Russland hat Streumunition in Städte wie Kharkiv oder andere Großstädte geschossen. Da ist schon, finde ich, ein Unterschied. Sagt Nico Lange, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns. Gerne. Vielen Dank.